Hallo meine liebe Community, Family und Zuschauer. Ich bin's wieder mal, euer Gamer, die Quo. Jawohl. Mit einer weiteren Kanalvorstellung. Heute 5 Kanäle plus 2 Extras, die gleich kommen. Und ja, der Igor ist von seinem Hawaii-Urlaub zurück. Hallo, la, hey, hallo. Leck mich, Igor. Das wirst du noch bereuen. Du hast mir mein Konto geplündert. Okay, Meister. Ja. Okay, als erstes machen wir immer, ehren wir einen Abonnenten und ja, da habe ich schon ein Schild. Vor lauter Gras sehe ich den weit nicht mehr. Hahaha. Quo, du bist scheiße. Oh. Warte mal. Zack. Baue ich das mal ab. Da kommst du nämlich hier hin. Und ich grüße hiermit den Buffalo Let's Play. Ja, Buffalo. Danke dir für dein Abo. Und ich hoffe. Na toll. Ja. Nee. Dass ihr immer diese komischen Zeichen haben müsst. Und fertig. So, da bist du hier verewigt. Es wird schon wieder Nacht, aber vorher den Kies will ich haben. Mein Kies. Zack, zack. Und da legen wir uns hin. Ja, wir müssen heute hinmachen. Heute steht viel auf dem Programm, meine lieben Leute. Und zwar als erstes nämlich es wird dunkel, ich will pennen. Und zwar mein YouTube-Kollege Luiso bringt eine neue Single raus. Und da will ich euch einen Teaser präsentieren. Und der wird jetzt kommen. Komm und fick dich, yeah. Dass ich hoffe, du vermisst mich. Heiß und breit, pack die Kopf und verpiss dich. Nichts ist jetzt noch wie es war oder noch wichtig, weil du eine Bitch bist. Fick dich. Du hattest keinerlei Grund. Dass du mich liebst, war mein einziger Wunsch. Denn ich bin ein Mensch, im Gegensatz zu deiner Art. Obwohl mein Leben von einem Regentag gezeichnet. Ja, das war der Teaser. Ist das Swell? Ja, Igor, ist es Swell. Meister, sie hören doch eigentlich was anderes, oder? Ja, ich habe auch eigentlich einen anderen Musikgeschmack. Aber Luis, so, seine Texte und so. Ich bin's. Hammerlied. Schaut euch das rein. Und jedenfalls, dieses Lied ist heute, wo dieses Video natürlich on kommt, auch draußen. Link ist unten in der Beschreibung. Also wenn ihr jetzt Lust auf mehr Luiso habt, schaut da mal rein. Und das nächste Thema ist, da ist der Kies. Das nächste Thema ist, und zwar die liebe Machiniac. Yep. Machiniac Reloaded. Bam. Hat wieder mal was rausgebracht, besser gesagt, bringt dir nichts was raus, und zwar ein Hörbuch. Und dieses Hörbuch heißt Euthesia. Und ich habe da den Trailer, habe ich. Den möchte ich euch jetzt hier präsentieren, und ich brauche mehr Zaun. Und den Trailer oder den Teaser für dieses Hörbuch präsentiere ich euch jetzt mal, und los geht's. Blut, Leben oder Tod. Im Jahre 2356 wird sich alles entscheiden. Himmel oder Hölle, Sieg oder Macht, Leid. Und wir sollen wirklich nach all den Jahren noch ein letztes Mal versuchen, sie zurückzuholen? Wir müssen es versuchen. Wird das die letzte Schlacht der Menschheit? Sie werden kämpfen. Bis zum bitteren Ende. Euthesia. Das neue Hörspiel ab den 28.08. nur auf ausgesuchten Kanälen. Ja, das war der Teaser. Wer war dieser Erzähler denn?
was Igor wer den Teaser gesprochen hat, also der Erzähler, das war ich. Verarschen? Nein, ich verarsche dich nicht. Aber Meister, Ihre Stimme ist doch ganz anders. Nee. Wie haben Sie denn das hingekriegt? Ja, ich halt ein bisschen mit Stimmbearbeitung kriegt man alles hin, sage ich immer. So, und jetzt baue ich jetzt schnell nochmal ein paar Zäune. Und dann können wir auch langsam anfangen. Jedenfalls der Link zum Kanal, also zum Teaser, ist unten in der Beschreibung. Zack. Und ja, dann müssten wir jetzt mal auch langsam anfangen mit den Kanalvorstellungen. Ich habe wie immer geile Kanäle für euch, wo sich das reinschauen lohnt. Ich mache mal ein paar Fackeln. Und als erstes würde ich mal sagen, fangen wir mal mit dem lieben, ja, Maki Gaming an. Dementsprechend, Igor, du bist wieder da, kannst jetzt auch mal was tun, du faule Sau. Ab zu Maki Gaming. Ich und eine faule Sau? Ja, du bist eine faule Sau. Gar nicht wahr, Meister. Diskutier nicht, ab jetzt. Ja, Meister. Ja, und da sind wir auch bei Maki Gaming. Zurzeit 40 Abonnenten. Wir gehen mal schnell auf die Kanalinfo. Maki Gaming seit den 16.08.2015 dabei. Ja, schon 2000 Aufrufe, 40 Abonnenten, runde Zahl. Glückwunsch. Twitch, Instagram, Facebook und Twitter hat auch. Wir sind ein Zusammenschluss aus derzeit 6 Leuten, die sich zusammen Maki Tainen nennt. Alles klar. Ja, also es ist alles dabei von RPGs bis zu Ego-Shooter. Dann gucke ich mir mal die Übersicht von euch an. Also wir haben einmal den The Witcher, Fiesta Online, wollte ich immer schon zocken, habe es aber nicht gemacht. Die Sandmess gefallen mir. South Park habe ich durchgespielt, absolut Hammer. Und dann, ja, Übersicht, das kann man so machen. Habe ich eigentlich größtenteils nicht zu meckern. Playlisten habt ihr auch. Handy Games, All the Week, Ark, Witcher. Na gut, wenn ihr hier so viele Playlisten habt, ich guck jetzt gerade mal, Witcher, South Park. Ja. Fiesta. Ja, und danke. Keine Playlisten. Ich hab so viel. Ich würde euch ja mal, mein Vorschlag ist, ich finde es ja gut, dass ihr South Park und so alles so drin habt. Macht das Genre-spezifisch, das heißt Rollenspiele, Ego-Shooter und ja, so MMORPGs, so spezifisch hier sowas anlegen und da die Playlisten rein. Dann wissen schon die nur Ego-Shooter mögen, da sind die Ego-Shooter drin und so. Ja, Videos. Ihr ladet jeden Tag was hoch, also Respekt, also bei euch läuft bei euch. Kanalbanner finde ich so in Ordnung. Kanallogo soll ein Affe sein, oder? Ich kenne mich nicht mit Tierwesen aus. Ja, also das war. Ich bin heute irgendwie total auf Speed-Modus. Nein. Also Magic Gaming, wenn der Kanal euch gefällt, schaut da rein. Schöner Kanal. Für jeden etwas dabei. Fiesta Online. Qualität ist auch super. Kann man sich nicht beschweren. In dementsprechend zurück. Zurück, Meister. Ja, ich will zurück, Igor. Alter, Igor ist kein Dezu. Mach hinne. So, da sind wir wieder. Dann baue ich jetzt mal die restlichen Zäune dahin. Muss auch noch Türen bauen. Also das Haus nimmt langsam in Formen an. Welche Kanäle werden denn heute noch vorgestellt, Meister? Was ist Igor? Naja, Meister, nur noch Let's Play-Kanäle oder auch ein paar andere Kanäle von der anderen Art? Alles klar, Igor. Wirst schon sehen, was wie ich noch für Kanäle habe. Und das bringt mich schon zum nächsten Mal. Heute ist, kann man sagen, eine bunte Mischung. Boah, meine Stimme versagt schon wieder. Ich sollte aufhören. Ja, meine Stimme versagt eindeutig. Bevor meine Stimme ganz versagt, würde ich mal sagen, gehen wir gleich zum nächsten über.
Wenn der, aber ich will erst mal kurz mal was gucken. Zack, ja. Ein Baustein habe ich noch. Ein Baustein. Wo pflanze ich den hin? Gute Frage, nächste Frage. Müssten wir hier wieder... Ach so, ich kann ja darauf springen. Ja. Lung. Lung. Und zack. Ja, ich denke mal, ich gehe gleich Bäume fällen. Dementsprechend kommen wir jetzt zum nächsten Kanal. Und das ist, hat diesmal nichts mit Let's Play zu tun, sondern mit Musik. Jetzt auch noch Musik? Ja, Igor, mit Musik. Alles klar. Denn ich bin ja ein großer Fan von Chunkmore, In Extremo, Saltori, Mauritius, sorry für meine Aussprache, aber ich habe einen kleinen Sprachfehler. Und jedenfalls habe ich vor kurzem eine Band entdeckt, die finde ich genial und die heißt Kaiser. Dann wollen wir ab zum Kaiser. Bis gleich. Ja, und da sind wir bei dem YouTube-Kanal von Kaiser. Das ist der offizielle Kanal von Kaiser. Kaiser. Zurzeit eben nur ein Video draußen. Mit dem Musikvideo Träumegrab. Schönes Video. Hammergeile Stimme hat der junge Herr hier. Das ist der Sänger. Da haben wir die Sängerin. Also, hammergeil. Kanal ist deswegen noch nicht so ausgebaut, aber ich wollte ihn trotzdem mal vorstellen. Jedenfalls, ich finde die Musikrichtung hammergeil. Ich finde es einfach nur wow. Was ich zu euch sagen kann, ist noch, hoffentlich baut ihr noch euren YouTube-Channel soweit aus mit Kanalinfo, Playlisten, wenn ihr ein bisschen mehr habt. Ich habe ja auf eurer Facebook-Seite gesehen, dass ihr ja auch solche Art Vlogs oder so gemacht habt von euren Dreh. Die können, passen super hier auch rein. Da kann man echt Playlisten anlegen. Ich bin mal gespannt, was von euch noch so kommt. Also ich freue mich wirklich und ich lache über das Bild, der über den hier, der den Aufkleber am Mund hat. Ja. Jedenfalls, ich hoffe, ich wünsche euch echt Erfolg mit eurer Band. Ihr hört euch echt klasse an. Und ich sag ja, ich unterstütze gerne sowas. Schaut da rein, hört euch das Lied an. Wenn es gefällt, gebt den Abos. Die haben eindeutig mehr Abos verdient. Ist eine geile Band. Ja, und mehr gibt's nicht zu sagen. Ich geht wieder ab, zurück zu Minecraft. Igor? Was hörst du? Elena Fischer, Atemlos. Alles klar, mach das sofort aus. Wieso denn, Meister? Mach das sofort aus und ab, zurück. Ich mag das Lied. Ist mir scheißegal. Ich werde Stück für Stück in jeden Augenblick. Igor, leck mich. Nein, Meister, Schokolade viel billiger. So, zwei Kanalvorstellungen hinter uns. Seit wann habe ich die platziert? Alles klar. Jedenfalls gehen wir jetzt mal ein bisschen Holz hocken. Da habe ich ja ein paar Bäume aufgestellt. Oder besser gesagt gepflanzt. Wenn ich hier noch das hier noch weiter ausbauen muss, muss ich hier noch ein paar Erde. Ja, ich müsste auch Erde hier mal verlegen. Das mache ich gleich. Hier hinten wird alles geebnet. So, und natürlich denke ich... Ja, das war nicht clever. Natürlich denke ich auch an die Frauenquote. Oh Mann, bin ich ein Arsch. Das stimmt, Meister. Sie sind ein Arsch. Denn ich habe wieder auch eine YouTuberin. Beauty Queen. Igor. Ja, Meister. Ich würde deine Schnauze nicht so weit aufreißen. Denn ich habe mir eine rausgesucht, die macht auch Let's Plays, also Mann, weibliche Let's Player, Playerin, häufen sich, finde ich sehr interessant. So, das Jagst und dann würde ich mal auch sagen, ab so Klackermatch, wenn ich den Baum gefallen habe. Gefällt habe. Ah, Igor, dein Deutsch scheiße. Ja, mein Deutsch extrem scheiße. Oh, da fallen alles. Meins. Ich muss... Meins. Warum hackst du? Ich hack hier gleich mal mit hier. Mit der Axt. So. Also ab zu Klackermatch. Ja. Und da sind wir bei
Klackermatch. Let's Play ist eine Let's Playerin. Macht sie auch gruselige Let's Plays? Ja, die macht Horror Games. Okay, ich bin da mal weg. Ciao. Ego, bleib's. Nee, Meister. Ich warte Minecraft. Na toll, das mit Jennifer hat er immer noch nicht überwunden. Na gut. Ja, dann lassen wir mal. Also, Kanalinfo. Seit dem 6.11.2006 dabei. Ich denke mal, du machst erst ein bisschen später, hast angefangen. 128 Abonnenten, 2412 Aufrufe, Social Media Unterstützung. Links sind drin. Bau die Kanalinfo ein bisschen aus, würde ich dir raten. Mit einem Uploadplan. Schreib, was du machst. Verstehst? Da erfährt man noch mehr Persönliches von dir. Das ist ein kleiner Tipp von mir. So, die Übersicht. Muss ich hier gleich auf Pause drücken. Uploads, eigene Playlisten, Projekt Zombie, Buddy, Too Light, Yo's Room, Room 2. Finde ich in Ordnung. Übersicht gut, super ausgebaut. Nicht schlecht. Ja, Verzandmails sind auch in Ordnung. Kann ich nichts dagegen sagen. Eben einheitlich, nur mit anderen Zahlen dann. Noch ein paar hier, ein paar andere Bilder bei Zombie-Jude. Playlisten. Alles. Minecraft hast du auch gemacht. Kommt's wieder? Ja, hast du nur ein Video. South Park. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Also, Playlisten sind auch vorhanden. Also, ich kann über den Kanal auch kaum meckern. Wie gesagt, außer bau die Kanalinfo noch ein bisschen aus. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde. Sonst ist der Kanal in Ordnung. Kanallogo, Kanalbanner, ja, kann man so machen. Kanalbanner gefällt mir persönlich sehr gut. Aber auch dein Kanallogo auch mit dem Profilbild kann man nicht meckern. Also schaut auch bei denen da rein, bei ihr rein. Ist eine klasse Let's Playerin. Macht auch viel mit Facecam. Also reinschauen lohnt sich. Und dadurch, dass Igor ja jetzt schon nach vorgelaufen ist in Minecraft, muss ich jetzt alleine mir was bestellen. Taxi oder Bus? Naja, scheißegal. Bis gleich in Minecraft. Ja, meine Leute, da sind wir wieder in Minecraft. Und Meister, wie war es? Ja, Igor, du faule Socke, das merke ich mir. Was, Meister? Nicht was. Einfach abzuhauen. Mag keine Horror-Let's Play. Ist mir egal. Wir sind ein Arschmeister. Für was wirst du eigentlich bezahlt hier? Fürs Nichts, du Meister. Okay, wir haben noch zwei Kanalvorstellungen vor uns. Ich fäll jetzt gerade mal noch ein bisschen die Bäume hier und dann geht's zu der nächsten. Und ja, nächste Woche kommt ja wieder mein Vlog August. Da wird auch ein paar Ankündigungen geben, weil ich werde, kann ich euch jetzt schon mal sagen, 4 Let's Plays in der Woche raushauen. Das heißt, Samstag kommt kein Deception 4 mehr, sondern ein anderes Let's Play, was auch erstmal einmal in der Woche erscheint. Und sobald ich Deception 4 zu Plot Twists zu Ende habe, wird dieses Let's Play dann öfters kommen. Also, da habe ich schon einiges vor. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Weil mein Spiel kommt nächste Woche Freitag an. Mann, ich freue mich echt wie ein kleines Kind. Kennt ihr das? Wenn man arg sich was freut und man fiebert dahin. Früher war es ja so Weihnachtszeit und ja, und jetzt ist es das. Also ich freue mich tierisch darauf und ich hoffe, euch gefällt das ja auch. So, habe ich jetzt alle Bäume gefällt. So, wenn ich das habe, wird gleich neue Bäume gepflanzt. Halt, du gehörst da nicht hin. Zack. Ich habe hier einen Knochen, vielleicht fange ich mir gleich noch meinen Hund. Wolfchen. So, erstmal pennen gehen. Los, Speedy! Und ich glaube, bevor ich hier komplett weitermache, werde ich dann. Alles klar! Da habe ich was vergessen.
Na. Und im Schlaf hingelegt. Okay, erstmal ein Fisch. Ich habe bald kein Essen mehr. Ich muss verhungern. So, mal schnell die Truhe auf. Das da rein, das da rein. Einmal Erde mitnehmen, das da rein. Ich habe so viel Blumen. Ich könnte da eigentlich jetzt auch langsam mal anfangen zu pflanzen. So, als nächstes habe ich für euch die... Ich hoffe, ich spreche es wieder richtig aus. Mein Meister kann kein Deutsch. Egal, es gibt gleich Backenfutter. Hier ist für euch Lucreon. Und da sind wir bei Lucreon. Ja, geben wir erstmal die Kanalinfo. Seit dem 9.01.2016 dabei und schon 520 Abonnenten. Respekt, Daumen hoch. 9030 Aufrufe. Willkommen auf meinem Kanal. Neue Folgen. Uploadplan finde ich sehr gut. Du bringst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Videos raus. Davon zwei, ne? Immer Montag gegen Freitag, gegen 18 Uhr. Aber ich glaube, das erzähle ich jetzt gleich. Ich gucke erstmal auf die Playlisten. Alles vorhanden. Sehr schön. Jo. Soundmäßig finde ich auch sehr in Ordnung. Und Übersicht. Ja, Übersicht. Kann man so machen. Heißt ja noch nicht viel, aber Respekt. Ja, klickt mich, dann bin ich schlauer. Ich bin generell schon dumm. Was ich dir jetzt raten würde. Nur ein Tipp von mir. Brecht dieses Let's Play sofort ab. Grund ist, ich verlinke euch da die Seite jetzt mal unten in der Beschreibung. Square Enix hat was dagegen, wenn man deren Spiele Let's Playt. Also wo sie Hauptsponsor sind. Also Hauptpublisher, wie Kingdom Hearts, Final Fantasy, Chrono Trigger und sonst wo. Wo sie nur Teilhaber sind, wie bei Tomb Raider Hitman, da ist denen egal. Da könnte man Let's Playen, Final Fantasy 14 dürfte auch Let's Playen, MOPG, aber was die anderen Dinge angeht, das mögen die nicht. Und sollten sie jemanden erwischen, kriegt ihr sofort einen Strike. Ist kein Witz, ist wirklich im Ernst. Also ich habe da schon einige Storys gehört, dass auch kleine YouTuber, die erwischt wurden, einen Streik kassiert haben. Deswegen kleiner Tipp, musst du wissen, aber ich würde dir echt damit raten, das abzubrechen. Ich weiß, ich wollte auch Final Fantasy Chip 0 machen, aber wo ich das gelesen habe, habe ich gesagt, nee. Und ich bin nur an deine Sicherheit bedacht, also ist nur ein Tipp von mir. So... Kanal Banner, Kanal Logo, beides gleich, okay. Na gut, hier hast du nur Luz und hier hast du Luzreon. Lass dir mal was für dein Kanallogo mal. Kann bisschen was anderes einfallen. Nur ein kleiner Tipp von mir. Jedenfalls, ist ein schöner Kanal, schaut auf jeden Fall rein. Meine Nase. Oh. Ich muss hier gleich niesen. Jedenfalls, schaut da rein, lasst ihm was da und Respekt an dich, dass du schon so schnell die 500 geknackt hast. Ein Traum. Für mich ist das auch immer noch ein Traum. Mix die 200 erstmal zu knacken. Dementsprechend, schaut da rein, es lohnt sich und ja, und denk an meine Worte, überleg dir wirklich, ob du Kingdom Hearts abbrechen solltest. Grund ist, solltest Square Enix rausfinden. Bist du am Arsch. Glaub mir. Und jedenfalls, in der Beschreibung werde ich euch die Seite verlinken mit den ganzen Duldungserklärungen und Lizenzen. Und jetzt zurück in Minecraft, Igor. So, dann besteht uns jetzt nur noch eine Kanalvorstellung. Dunkel, ich bin komplett fertig. Ja, Igor, du hast schwer gearbeitet. Ja, Meister, habe ich. Und klar, fauler Sack. So, eine Vorstellung kommt noch. So, was wollte ich hier eigentlich machen? Gepflanzt habe ich, das habe ich. Irgendwas wollte ich hier... Ach ja. Wir gucken mal jetzt, ob wir einen Hund finden. Hm,
Käseknochen. Gehen wir jetzt mal kurz auf Hundejagd. Hundi, Wuffi, Wuffi, Wuffi. Ich habe ein Knochen für dich. Und wenn ich den Hund eingefangen habe, würde ich sagen, welchen Namen soll ich den Hund geben? Das würde ich euch dann überlassen. Wenn ich den hoffentlich, ja, wenn ich hier jetzt den Wolf finde. Ich hab ihn. Na? Oh, jetzt mag er mich. Ja, magst du mich? Warum haust du ab? Bist du bekloppt? Folgt mir. Ich hab dir was zu fressen gegeben. Ich glaube, ich brauche einen Namensschild. Na toll. Aber schreibt mir trotzdem mal in den Comments, wenn ich einen Hund finde oder wenn Wolf, welchen Namen soll ich ihm geben? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn da mal ein paar Namen zusammenkommen würden. Film sagen. So, und dann werden wir jetzt mal gleich zum nächsten Kanal gehen. Und zwar ist es mein alter Einheit 13 Fraktionskumpane Seichi mit dem X. Ja, der wollte vorgestellt werden. Ich habe ihm gesagt, er soll sich ein bisschen Zeit lassen, aber er wollte ja nicht hören. Also stelle ich ihn mal vor. Und dementsprechend ab zum Seichi mit dem X. Ja, und da sind wir, Seichi mit dem X. Seichi, mein alter Kumpane. Hat ja seinen Kanal neu gestartet. 15 Abonnenten, 196 Aufrufe seit dem 12.06.2016. Und du hast keine Kanalinfo. Schreib eine Kanalinfo rein. Ich weiß, das hörst du nicht gerne, aber Kanalinfo. Sofort. Okay. Du hast noch keine Playlisten. Seichi, 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 Seichi. Ja, dafür hast du... Ja, Überraschungsbesuch bei Gamer Deco. Ja, da hast du mich ja überraschend besucht. Hier warst du bei Dreiern. Ja, deinen Kanaltrailer haben wir ja bei mir gemacht. Hier, danke, danke. Du hast da schon 8 Videos. Leg Playlisten an. Die Soundmix finde ich hier sehr gut gestaltet. Also, das gefällt mir. Und das auch. Und das auch. Mach hier nochmal ein paar Soundmix dazu. Ja, und die Übersicht. Bau die aus. Seichi, ich hab dir gesagt, bau erst doch alles aus. Dein Kanal-Logo gefällt mir, sieht aus, ob du irgendwas Riesiges trägst. Kanal-Banner kriegst du auch bald ein neues. Vielleicht stelle ich dich nochmal vor. Dementsprechend. Guckt bei Seichi rein, es ist lustig. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Seichi, bring deinen Kanal auf Vordermann, okay? Dementsprechend, ich will jetzt wieder zurück. Ich bin fertig. Ich bin verrückt. So, da sind wir wieder Minecraft. Bevor es jetzt endet, mache ich jetzt mal... Ach ja, das wollte ich ja machen. Ich brauch dir nichts was zu essen. Ohne Scheiß. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen... Ich habe nur ein Brot. Ich verhungere bald. Naja. Baue ich das mal hier aus. So, das waren eben heute diese 5 Kanäle. Wir hatten ein bisschen Random dabei. Also Musik. Let's Play hatten wir auch dabei. Das hier jetzt erstmal hier aus hier. Ich brauche dieses langgezogene. Weil... Ich kann nicht mehr bauen heute, richtig? So, mal gucken. Jawohl. Und ja. Das war's diesmal für die dritte Kanalvorstellung. Ich freue mich, dass sie wieder... Hak hier nicht rum. Mann, Brot gibt ja viel. Ich habe noch 2 Erde.
zack. Und zack. Oh. Ich muss hier mal die Wälder fällen. Nicht, dass hier noch ein Zombie reingeschlichen kommt. Ich glaube, nächstes Mal kümmere ich mich auch darum, ein paar Tiere hier zu züchten. Und dementsprechend sage ich wie immer, so gut. Danke fürs Zusehen. Und ja, schaut bei den Kanälen vorbei. Alle sind oben hier in meiner Infokarte verlinkt. Und ich hoffe, sie gefallen euch. Und dementsprechend werde ich mich jetzt auch verabschieden. Dementsprechend, ciao. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut.